Willkommen zurück beim Package Coffee Break. Heute eine Folge auf Deutsch. Ich sitze hier, Concept 2 H, siehst du, ich verspreche mich direkt am Anfang. Headquarters. Wir sind hier im Keller. Ich habe den Thomas Freimuth vor mir, Skilangläufer. Wir haben hier auch ein wunderschönes Gerät zwischen uns, Thomas, und zwar der Ski-Erg. Wir haben viele Videos aufgezeichnet, aber für die Leute, die dich nicht kennen, 2, 3 Sätze, gib uns eine ganz kurze Intro, wer du bist. Ja, freut mich erstmal hier zu sein in Hamburg. Cool, dass das klappt, Pack. Ich bin Skilangläufer, wie du sagst, eigentlich mein Leben lang schon. Hab so ein bisschen die Karriere eines Langläufers, der etwas Talent mit sich bringt, durchlaufen, war in der Junioren-Nationalmannschaft, bin ein paar Weltcup-Rennen dann gestartet. Das war nicht so ganz meine Welt und habe dann so die Welt des Skimarathons für mich entdeckt und da war ich dann wirklich auf der Welt da unterwegs, also von Grönland bis Australien und der Vasalauf in Schweden, die 90 Kilometer, das war dann mein absolutes Highlight. Naja, du kommst rum, du hast mir schon gestern im Auto erzählt, der Vasalauf 90 Kilometer, wir haben ja auch schon ein bisschen gequatscht, wenn bei mir irgendwas länger wie 5 Minuten Ausdauer ist, dann stellen sich bei mir schon die Nackenhaare im Rücken auf. Wir haben ja auch über High Rocks gesprochen und ich drück mich ja immer noch ganz, ganz gekonnt davor, weil ich einfach keine Lust habe, 8 Kilometer zu laufen. Bevor wir sehr detailliert auf andere Sportarten zu sprechen kommen, wo man vor allem auch das Skiergometer natürlich mit dabei hat, das ist wie das Ruderergometer natürlich auch ein Gerät, wo eine gewisse Technik von Nutzen ist. Ich meine, man sieht es oft genug, ich habe es gerade schon angesprochen, bei High Rocks, viele Leute laufen und sind literally beim High Rock selber am Gerät zum allerersten Mal und du siehst halt ganz wilde, ja, eine sehr farbenfrohe Benutzung dieses Gerätes. Also drücken wir es mal so aus. Wenn wir über das Skiergometer reden, was sind wichtige Punkte, die man als Nutzer auf alle Fälle beachten soll und wie würdest du jemanden, der das Gerät zum allerersten Mal vor sich hat, das Gerät technisch erklären? Ja, also zuerst denke ich, ist es mal gut zu begreifen, dass der Ski-Erg wirklich den ganzen Körper trainiert. Also man denkt ja vielleicht im ersten Moment, das ist jetzt nur ein Armkraftzuggerät, wo man die Arme trainiert, aber du hast wirklich den ganzen Körper im Einsatz. Und das macht es dann auch interessant und aus. Und dann ist es natürlich auch erforderlich, den ganzen Körper einzusetzen. Das heißt, ich beginne den Zug von ganz oben, versuche meinen Körper wirklich in eine hohe, stabile Position zu bringen und von da oben dann Kraft auf das Gerät. Das kann ich aber auch mal mit ganz wenig Widerstand starten, das Ganze. Ich würde am Anfang auch nicht zu lange Distanzen wählen, ich würde mich da wirklich rantasten. Es ist ein anspruchsvolles Training und man sollte sich ruhig Zeit nehmen. Lieber dann am Anfang öfter mal dran trainieren, als einmal zu lang und den Spaß zu verlieren. Du hast es gerade angesprochen, das Gerät startet oben. Man sieht es ja, wenn man hier vor dem, wir sitzen, gut, die Leute, die uns jetzt nur auf den Ohren haben, aber wir haben hier einen Skiergometer direkt zwischen uns, die beiden Griffe hängen oben. Wenn man jetzt natürlich das Gerät in die Hand nimmt und in einer doch gestreckten Position ist, passiert es ja doch auch sehr oft, dass die Leute wahrscheinlich, weil sie da oben noch viel Kraft erzeugen können, sehr umgangssprachlich an dem Gerät rupfen. Das heißt, die versuchen eine sehr starke Erstzündung zu machen und ziehen das Gerät dann vielleicht nicht ganz durch. Gibt es da typische Fehlerquellen, die dir oft auffallen? Ja, also wie du sagst, es ist das Ziel wäre es, möglichst gleichmäßige Kraftentwicklung hinzubekommen, also von Anfang an und dann eben die Spannung vor allem im Körper aufzubauen. Fehlt die, dann hast du so den hohen Eingangswert und ein schnelles Absacken der Leistungswerte. Es kommt so ein bisschen drauf an, also je vertrauter man mit dem Gerät wird, umso mehr kann man dann natürlich in gewisse Bereiche gehen, die da anstrengen. Aber ich würde am Anfang wirklich Wert darauf legen, das Ganze mal ruhig anzugehen, nicht zu sehr anzureißen, sondern lieber mal versuchen, möglichst runden Zug zu entwickeln und zu schauen, wie verhält sich das und ja, dann einfach mal mit der Frequenz zu spielen. Das ist immer gut so. Ich sag mal so, als Mensch hast du eigentlich keine Chance gegen die Maschine. Es ist immer gut, mit dem Gerät zu arbeiten, nicht dagegen. Also von daher würde ich einfach mal spielerisch beginnen und ja, mal
Wie geht's dir denn? Also du bist ja... Ich mag das Skiergometer ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr gerne. Ich komme ja aus dem CrossFit und da ist es natürlich auch regelmäßig in Benutzung und mir liegt dieses Gerät, ich bin halt groß, ich wiege 105 Kilo, das heißt, ich fühle mich immer sehr wohl, wenn ich mich irgendwo mit, dank der liebenden Anziehungskraft, mich in so ein Gerät reinlegen kann und wirklich Kraft aufbauen kann. Deswegen macht mir das extrem viel Spaß und ich kann da auch relativ lange eine relativ gute Frequenz-Pace auch halten. Mhm. Wobei ich aber auch sagen muss, wenn es dann, wir Crossfitter sind halt in einem sehr, sehr, ja, in einem Zeitbereich unterwegs, der jetzt ganz, 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 ganz selten, wenn es jetzt über diese Geräte geht, gerade Skiergometer Ü 10 bis 20 Minuten hinausgehen. Also wir sind da eher auf den kurzen Distanzen unterwegs. Und da möchte ich auch gerne direkt den Bogen spannen, weil nicht nur CrossFit hat dieses Gerät mit integriert. Ich meine, jeder, man kommt ja heutzutage fast nicht drum herum. Hyrox ist überall in aller Munde und auch dort sind die Geräte vertreten. Man muss auf dem Ruderergometer sitzen, ein bisschen später in dem Event und es geht direkt los mit dem Skiergometer. Du läufst 1000 Meter und sitzt danach, nicht sitzen, sondern stehst danach direkt am Skiergometer. Für Hyrox-Athleten, was sind deine Tipps, gerade wenn man noch nicht so bewandert ist mit dem Skiergometer? Ja, also erstmal finde ich es ganz spannend, dass das durch das Hyrox quasi unser Trainingsgerät als Skilangläufer, wir haben das wirklich sehr oft in Gebrauch und wir kennen das auch von den Skandinaviern, der absoluten Weltspitze, die an dem Gerät trainieren. Für uns war das ganz normal, aber wir waren dann immer so ein bisschen, also was macht ihr denn da so ungefähr? Wurden belächelt und jetzt durch das Hyrox hat es einen riesen Zulauf bekommen und es ist wirklich spannend, wie sich da die Technik entwickelt. Also beim Hyrox, denke ich, ist es schon zielführend, nicht zu hart ranzugehen. Also du bist natürlich im Wettkampfmodus, du bist aufgeregt, du hast eine gewisse Nervosität in dir, du willst jetzt Leistung bringen. Es ist das erste Gerät, du willst jetzt da Gas geben. Mhm. Und dann besteht natürlich die Gefahr, man überfordert sich gleich, denkt, das sind nur 1000 Meter, aber die können ganz schön in die Beine gehen. Also da kannst du die ja wirklich aus dem Rennen nehmen. Von daher wäre die dringende Empfehlung schon, ein etwas kontrollierter Start. Also ich würde die Maschine gut in Schwung bringen und dann einen Rhythmus anschlagen, der nicht zu hohe Frequenz, also die Frequenz lieber ein bisschen unten halten und somit das Ding kontrollieren. Mhm. Ja, ich glaube, es ist auch wirklich dieses Thema, man muss halt wirklich auch viel laufen zwischendrin und ich, wie du gerade gesagt hast, neues Gerät, neuer Input, natürlich jetzt, wenn wir von der Elite sprechen, die wirklich da die letzten Sekunden irgendwo in der Hyrox Race rausholen wollen, für die ist es wahrscheinlich extrem wichtig, da nochmal ganz detailliert in diese einzelnen Stationen, Rudergerät, Skiergometer reinzuschauen, weil auf 1000 Metern kann man schon mal 5-6 Sekunden irgendwo rausholen, aber da sind wir, glaube ich, schon sehr weit oben an der Pyramide. Und für alle anderen ist es ja wirklich dieses Thema neuer Reiz, nicht besonders oft im Training verwendet. Und auf neue Reize, neuen Input reagiert das System ganz gerne mit erhöhter Atemfrequenz, höherer Puls, erhöhte Laktatproduktion. Und was einen natürlich dann absolut hindert, wenn wir dann auch noch 8 Kilometer zwischendrin in den Intervallen beim Hyrox laufen müssen. Und da kommt auch direkt meine nächste Frage. Wir reden ja von einer Belastung von 4 bis 5 Minuten auf dem Skiergometer. Das ist jetzt nicht besonders lange, aber für Leute, die es noch nie vorher gemacht haben, auch nicht besonders kurz. Was für einen Tipp würdest du geben, den Leuten so ein bisschen die Angst zu nehmen und zu sagen, hey Leute, ihr habt wahrscheinlich 1,5 Stunden Rennen vor euch versus da habt ihr 5 Minuten Arbeit, macht euch da nicht kaputt. Wie würdest du mental den Leuten da so ein bisschen die Angst nehmen, dass sie das Gefühl haben, oh, ich muss jetzt an dem Gerät 10 Sekunden rausholen? Ja genau, also es ist wirklich so, dass man dann sagt, man sollte sich mental eine Strategie zurechtlegen und wissen, was kommt. Also ideal ist natürlich, du hast da schon mal ein bisschen dran trainiert, umso mehr Sicherheit nimmst du mit, auch in die Rennsituation. Es gilt ja immer der Spruch, so, du sollst eigentlich vom Training zum Wettkampf gar nicht so viel verändern, also nicht die Welt neu erfinden. Und dann heißt es einfach cool zu bleiben, einfach mal cool in den Wettkampf zu starten, aber trotzdem schon gewissen Spaß zu haben. Also wir wollen ja Gas geben. Also das ist ja schon so. Bringt die Watt hoch, aber schießt euch nicht weg. Also versucht, es ist oft mal nur ein Gefühl, sich unter Kontrolle zu behalten und schon läuft das alles viel besser. Mhm.
Lass uns mal ganz, ganz spezifisch werden. Wie würdest du jetzt jemanden, der 1000 Meter Skiergometer beim Hyrox fahren muss und das trainieren möchte in seinem Training, was würdest du ihm jetzt an die Hand geben, der noch nicht so erfahren ist, also jetzt kein Profiathlet, dem nur 3-4 Wörter um die Ohren haust und da weißt du sofort, ah, okay, das Intervalltraining, davon redet da Thomas, sondern jemand, der gerne ins Gym geht, der sich ein bisschen Zeit nehmen möchte, das Skiergometer so ein bisschen zu intensivieren. Was wären da jetzt so deine Tipps, trainingstechnisch und intervalltechnisch, um das einzubauen? Ja, man kann ja eigentlich sagen, das ist ein riesen Triathlon. Also im Endeffekt hast du verschiedene Stationen, musst verschiedene Dinge kombinieren und es macht dann durchaus Sinn, wirklich die Stationen mal in der Abfolge zu trainieren. Vielleicht jetzt nicht gleich am oberen Level oder mal gewisse Stationen sich rauszupicken, die zu kombinieren, vielleicht auch mal andersrum und da einfach Gefühl aufbauen und Erfahrung sammeln, wie fühlt sich das an? Der Körper ist ja ein Wunderwerk, also das Training ist ja immer, du gibst ihm einen Reiz und der Körper passt sich an, also deswegen trainieren die Profis ja so viel. Und dann heißt es, Sicherheit zu gewinnen, die Station zu kombinieren und dann, wenn ich sage, okay, ich kann das gut durchlaufen, dann kann ich versuchen, wo kann ich denn besser werden? Also dann ist die Überlegung, versuche ich an meinen Schwächen zu arbeiten oder stärke ich meine Stärken? Das hängt dann auch wieder ein bisschen vom zeitlichen Anteil an der Gesamtbelastung ab, denke ich. Also das Laufen ist ja ein hoher Umfang. Das heißt, du wirst wahrscheinlich schon versuchen, auch deine Grundlagen und vielleicht über Tempoeinheiten auf der Bahn dich da zu verbessern und das dann aber wieder mit gewissen Kraftübungen zu kombinieren, ist super spannend. Also ja. Ist ja wie Skilanglauf. Wir trainieren auch brutal vielseitig, weil der ganze Körper fit sein muss. Von dem her ist das eigentlich recht ähnlich. Ja. Interessant, wenn du sagst vielseitig und Skilanglauf, was bedeutet vielseitig? Was kombiniert ihr gerade jetzt? Ich meine, es ist Sommer hier. Gut, wir haben jetzt kurz mal nochmal so einen Temperatureinsturz gehabt, aber das ist keinerlei Grundlagen mit genügend Schnee wahrscheinlich, dass ihr noch auf dem Schnee fahren könnt. Deswegen, wie würde denn dann in dem Fall so ein abwechslungsreiches Training bei euch aussehen? Ja, genau, also wir können ja über Sommer naturgemäß weniger auf Schnee fahren. Von daher sind wir da kunterbunt breit aufgestellt. Also natürlich unsere Haupttrainingsmittel sind die Skiroller, die dem Langlauf dann am nächsten kommen. Aber wir können aufs Rad gehen, wir können laufen, wir können schwimmen. Wir machen auch viel Krafttraining, weil eine hohe Kraftausdauerkomponente eine große Rolle spielt. Und dann hast du natürlich, du kombinierst die Inhalte, dann hast verschiedene Methoden, hast Blöcke, in denen du viel Grundlage trainierst, um dann wirklich überhaupt mehr stabil zu sein für die große Intensität, die kommt. Und dann versuchst du vielleicht an einer VO2 Max zu arbeiten oder sonstiges, hohe technische Komponente im Skilanglauf. Du willst ja immer eigentlich mit jedem Schritt nach vorne laufen, dem Ziel entgegen. Von dem her, Balance, du musst immer bei jedem Schritt die Balance halten über dem Ski, der Schnee hat Unebenheiten, also ist super spannend und immer was zu tun. Du hast es gerade angesprochen und in den Raum geworfen, VO2 Max, mir sagt das natürlich was. Kannst du vielleicht ganz kurz die Zuhörer so ein bisschen abholen, gerade so die Leute, die noch nicht so tief in der Materie drin hängen, in 2-3 Sätzen, was du mit VO2 Max meinst und gerade auch, wie man das ansteuern kann, weil es ist natürlich auch eine interessante Komponente, wenn wir dann wieder den Bogen zu Hyrox spannen, weil ein höherer VO2 Max Wert bedeutet einfach eine bessere Leistungsfähigkeit des Systems. Also VO2 Max beschreibt die maximale Sauerstoffaufnahme. Das ist eigentlich das Bruttokriterium der Leistungsfähigkeit. Also du sagst, wie kann ich den Sauerstoff aufnehmen, wie kann ich ihn verwerten, dahin bringen, wo ich ihn brauche. Also dazu gehört eine hohe Kapillarisierung, dass du kleine feinste Äderchen durch das Ausdauertraining ausbringst, um dann den Sauerstoff wirklich in die Muskulatur zu bringen, da wo er hingehört, um dann eben später mit der Verbrennung der Kohlenhydrate und der Bildung der Säure zu beginnen. Also es sind einfach gesagt die PS, die man so zur Verfügung hat. Und der Bereich ist natürlich für den Spitzensport absolut interessant. Also du kannst da schon sagen, es ist zum großen Teil Genetik und du hast da eine gewisse Grundeinschätzung gegenüber Sportlern, die sagen, die Werte vielleicht nie erreichen können, die sollten dann schon sich vielleicht auf andere Sportarten konzentrieren. Das ist schon so eine natürliche Auslese, die VO2 Max. Aber man kann sie auch gut beeinflussen. Also das ist in den letzten Jahren erst so rauskommen, dass man doch ganz schön eingreifen kann über gezielte Trainingsmethoden. Also dass du dann wirklich gezielte Intervalle machst und Blöcke setzt, um da besser zu werden. Und dann versucht man das Ganze durch Ausdauertraining, durch Schwellentraining,
in der Technik umzusetzen. Mhm. Ja, ich finde es ein extrem spannendes Thema. Ich erzähle, wenn es gerade auch um Mindprogramming geht oder gerade generell um das Training im Allgemeinen, im CrossFit und oder Hyrox, rede ich extrem viel auch durch den Conditioning-Coach, den ich an der Hand habe, reden wir oft über dieses Low-Intensity-Training, dieses Grundlagenausdauer, das gerade so dieses Kapillarisierung des Systems beinhaltet, weil ich versuche immer die Analogie zu benutzen, wenn du ein Ferrari hast oder irgendein Sportauto und du hast eine Abgasanlage, die so dick ist wie gefühlt ein Strohhalm und der ganze Abgas, das du produzierst, muss ja irgendwo raus, dann weißt du ganz genau, dass dieses Auto gegenüber einem anderen Auto, das ein richtig solide Auspuffsystem hat, viel, viel länger, nicht zu lange auf hohen Drehzahlen arbeiten kann, also auf schnellen Drehzahlen, auf hoher Geschwindigkeit, versus das andere Auto, wo das Abgas, in dem Fall das Laktat und die Säure und sowas, abgebaut wird und abtransportiert werden kann und dann mit der Verwertung des Benzins, in dem Fall Kohlenhydrate und Sauerstoff, also Zucker und Sauerstoff, einfach viel, 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 viel länger hohe Geschwindigkeiten fahren kann. Und ich glaube, das ist ein Thema, das noch mehr hoffentlich bei den ganzen Athleten auch im etwas tieferen Bereich ankommt, weil, sind wir ehrlich, wenn man jetzt nicht gerade die maximale Faszination mit Ausdauertraining hat und lange gerne irgendwie in der Natur unterwegs ist und oder auf dem Schnee unterwegs ist, es ist halt langweilig. Es ist halt viel in gewissen Bereichen unterwegs sein und halt auch lange diese niedrigen Intensitäten zu fahren. Wie ist es für dich oder wie ist es für euch Skilangläufer, gerade als du auch auf deinem Höhepunkt deiner Karriere warst, wie viel von diesem Training habt ihr gefahren? Also wie viel Ausdauertraining, gerade so dieses Grundlagenausdauer, Low-Intensity-Training, wie wir es gerne nennen, wie viel habt ihr da gemacht? Ja, wir haben da schon versucht, so viel zu trainieren wie möglich eigentlich. Du hast so 2 bis 3 Trainingseinheiten pro Tag und in der Woche so gute 20 Stunden. Und also Skilanglauf ist natürlich eine klassische Ausdauersportart. Die Kraftkomponente ist immer größer geworden, weil man gemerkt hat, so dieser Oberkörper, die Arme, die geben den Rhythmus vor. Also wenn du einen richtig guten Punch hast von oben raus, dann folgen die Beine dem. Früher hat man da weniger Wert drauf gelegt und ist halt wirklich ganz viele Kilometer gelaufen. Jetzt ist die Kraftkomponente doch deutlich höher gekommen und man ist auch dazu übergegangen, mehr so in Blöcken zu trainieren und das Höhentraining gewinnt immer mehr an Einfluss. Mhm. Also man merkt, das ist dann so die Komponente, wo man die Leistung nochmal steigern kann, indem man einfach dem Körper mehr Sauerstoff zur Verfügung stellt oder mehr rote Blutkörperchen dann im Endeffekt. Mhm. Sehr interessant. Und wir reden schon fast, ich schaue hier gerade so, ich blinzel so ein bisschen runter aufs Laptop, wir sind so gerade bei der Minute 17, 18 angekommen, deswegen würde ich ganz gerne zum Ende kommen und vielleicht nochmal den Bogen zurückspannen zum Thema der anderen Sportarten, CrossFit und vor allem, weil es so top aktuell ist, Hyrox. Du hast vorhin das Krafttraining angesprochen, auch du machst Krafttraining, am Skiergometer ist es wahrscheinlich auch nicht verkehrt, wenn man einen gewissen Kraftoutput hat, kommt man mit dem Gerät besser zurecht. Was sind so typische Krafteinheiten oder Kraftübungen, die man genau für diese Geräte in deinen Augen bestens in sein Training einbauen kann? Ja, also wir haben da alle Formen von Krafttraining eigentlich praktiziert. Für uns war der Ski eher so ein spezifisches Krafttraining. Also es ist im Prinzip der Schub an der Maschine. So findet er im Schnee letztlich auch statt. Also für uns war das quasi so eine Kopplung, dass du sagst, du machst ein allgemeines Krafttraining mit verschiedenen Stationen, können Geräte sein, kann er einfach mit eigenem Körpergewicht stattfinden. Also und dann kombinierst du das mit dem Skierg. Also das ist unheimlich gut. Dann hast du gleich so eine Transformation quasi von der allgemeinen Kraft, dass du die wieder in die Technik bringst, in der du letztlich schnell sein willst. Und was für uns auch ganz wichtig und für die Maschine auch extrem wichtig ist, ist die Stabi im Rumpfbereich. Also das hat sich ja in den letzten Jahren herauskristallisiert, dass das wirklich so der Schlüssel ist, um dann die Kraft, die du hast, auch wirklich dahin zu bringen, wo du das haben willst und nicht, dass er schon irgendwie in deiner Körpermitte verpufft. Also je stärker dein Rumpf ist, umso besser wäre auch die Kraftübertragung an der Maschine. Also im Skilanglauf wird da im Spitzenbereich, die gehen eigentlich täglich fast in so Stabi-Trainingseinheiten. Mhm. Ja, ich finde es extrem spannend. Das ist auch sowas, was Gott sei Dank inzwischen in anderen Sportarten, jetzt spreche ich auch wieder von CrossFit und vielleicht auch Hyrox ankommt. Wenn du die Kraft im Core produzieren kannst und die Stabilität dort hast, von einem stabilen Core nach außen zu den Extremitäten, kannst du einfach hast eine viel, viel, viel bessere Kraftübertragung. Und ich bin sehr dankbar, dass es in die Richtung geht, dass dort mehr Augenmerk drauf gelegt wird,
weil gerade so in diesen Bewegungen beim High Rocks, wo man natürlich auch Burpees, Lunges, Sled Pole oder im CrossFit, ich meine, da könnte ich jetzt hunderte verschiedene Bewegungen aufzählen, wenn man da diese Core-Stabilität in einer gewissen Weise nicht ansteuern kann, irgendwann gibt das schwächste Glied einfach nach und dann hast du dieses Verletzungsthema natürlich auch noch mit dabei, aber da wird man den Podcast jetzt komplett sprengen. Thomas, tausend Dank, dass du hier, das war gerade so eine spontane Idee, dass wir das jetzt hier schnell aufbauen. Da habe ich mir gedacht, das passt eigentlich ganz gut, weil es halt wirklich top aktuell ist. Danke, dass du mitgemacht hast, dass du kurz reingesprungen bist. Und was steht bei dir dieses Jahr noch an, sporttechnisch? Also erstmal danke, hat Spaß gemacht, mir auch. Sporttechnisch, also wir sind jetzt dann erstmal im Sommer auf verschiedensten Rennradtouren unterwegs durch die Alpen. Und auf Korsika freuen wir uns jetzt schon. Und dann geht es wieder so Schritt für Schritt Richtung Winter und da ist eigentlich so die Skilanglauf-Religion, wenn man sich nicht im Weltcup bewegt, ist eigentlich schon dieser Vasalauf in Schweden von Sälen nach Mora, die 90 Kilometer, die jetzt letztes Jahr zum 100. Mal stattgefunden haben, also eine unheimliche Tradition beinhalten. Da versuchen wir wieder mit einer großen Gruppe am Start zu sein und Gas zu geben. Ja. Cool. Wo können die, weil du gerade gesagt hast, du machst so, so Fitnessreisen, wo können die Leute sich mit dir connecten, wenn sie Bock haben? Ja, also wir sind das Ausdauernetzwerk München. In München, ich mache das mit meinem Kumpel, mit meinem Studienkollegen Matthias Flunger, der ist Triathlet und wir betreuen eben Ausdauersportler in den Sportarten Triathlon, Skilanglauf, aber laufen gern. Also haben da eine ganz coole Community zusammen. Ja. Cool. Ich sehe schon, der Janis ist da hinten, der schaut schon mit den Füßen. Jetzt geht es nämlich, glaube ich, gleich los. Wir müssen noch ein, zwei Videos aufnehmen. Und da dürft ihr beide jetzt schwitzen, nicht da schön hinter der Kamera stehen und euch mit meinen Cheerleader-Dingern anfeuern. Danke, dass du dabei warst und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für alles, was du in der Zukunft noch vor dir hast. Ja, vielen Dank.